Hey und herzlich willkommen bei mir aus der Live-TV-Frau. Oh, der Björn ist da. Und neben mir steht der Christian, der ist auch wieder da. Hey. Bam. gute Laune. So 3000. Übelst glasrosen Becken gehabt. Ja, ist eine ätzende Plage. Ja. Gibt's aber ein gutes Mittel dagegen. Gut, es gibt verschiedene Haushaltsmittel, die man nutzen kann. Dann gibt's Produkte, zum Beispiel von Red Sea gibt's da Altaisia, heißt es, glaube ich. Ja. Kann man da einsetzen. Oder man macht's ganz natürlich. Es gibt nämlich so eine Schnecke. Die nennt sich Bergia und das ist eine Nacktschnecke und ja, die ist winzig klein, die ist wirklich winzig klein. Wir haben sie für euch mal abgelichtet mit Makroaufnahmen. Die ist wirklich nur 2-3 mm dick, groß, lang und ja, was ist das Besondere an der? Die frisst halt nur Glasrosen, sind Nahrungsspezialist, das heißt, die könnt ihr euch eben einsetzen ins Becken. Gehen nicht an Krusten zum Beispiel. Genau, genau. Ich würde sagen, so, man holt sich 5 bis 10 Tiere. Ja. Die tut man dann im Einhängerbecken erstmal vermehren. Da kann man zum Beispiel hier so einen krustenbefallenen, einen glasrosenbefallenen Stein reinsetzen. Sollte sich aber nicht, wenn da noch Krusten oder so drauf sind, nicht zu lange drauf lassen, weil da ist natürlich nicht viel Strömung drin. Genau. Aber auf jeden Fall haben sie da schön was zu schnabulieren. Ja. Ja? Und wenn die dann sich dann halt schön Eier gelegt haben und vermehrt haben, und dann könnt ihr halt die große Menge reinsetzen. So sieht's aus. Was ihr beachten müsst, wenn ihr die im Becken habt, ja, irgendwann sind die Glasrosen weg. Und was passiert? Christian hat schon gesagt, die fressen nur Glasrosen, ja? Das heißt, die sterben ab. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen guckt, dass ihr die ein bisschen vielleicht nachzüchtet sogar, die Glasrosen, in einem extra Behältnis, damit ihr da Futter habt. Oder vielleicht habt ihr auch Bekannte, die ein ähnliches Problem haben und ihr reicht euch die hin und her. Genau. Und es ist eher problematisch, so, würde ich sagen, sogar. Das kann man eigentlich gar nicht so machen. Okay, wenn wir aber noch... Ein Zusatzbehälter, Ich sag mal so, man kann Glück haben, wenn man halt so eine Tupper-Schüssel reinstellt, mit einer wenn alle Glasrosen weg sind, mit einer Glasrose. Dann kriegst du nicht alle 10 raus. Nee, aber vielleicht kriegst du noch ein paar raus. Also die sind wirklich winzig klein, ja. Also wenn ihr es im extra Behältnis habt, sollte es kein Problem sein, aber ein 500 Liter oder aufwärts Becken, auch bei 100 Litern, hast du keine Chance, die zu finden. Achtung, lasst euch nicht veräppeln. Es gibt eine Schnecke, die sieht verdammt ähnlich. Ja. Ja? Die ist die Montipora-fressende Nacktschnecke. Die hat aber nicht ganz so viele Rastrazöpfe auf dem Buckel wie die Bergia. Also Montipora sind ja keine Plage, die wollen wir ja haben. Genau. Schön gewollt. Also schön aufpassen. Jo. Ja, das war eigentlich unser... Genau. Ja, wo kriegt ihr die? Einfach beim Händler mal nachfragen. Kann er vielleicht auch bestellen. Oder was kosten die? Ja, so ungefähr 15 Euro. Vielleicht spart ihr sogar noch 1, 2 Euro. 10 bis 15, je nachdem. Und das war unser Tipp. Wir sehen uns das nächste Mal. Schaut euch wieder rein bei Mörser Live TV. Und wir sagen, ciao. Tschüss.